Hallo Leute, willkommen zurück beim Red Talks für unser Let's Play Need for Speed Underground 2. Ja, Sie sehen jetzt gerade die Statistik von die letzten Rennen und da habe ich die Top Speed erreicht von 282,2. Das ist schon verrückt, oder? Aber da war nur die fünfte Gang. Da ist noch Platz für die sechste Gang. Aber mal sehen, ob wir erreichen die sechste Gang. In die Drake, weil ich wieder Drake mal in dieser Folge wieder starte. Aber ich hoffe, sie gehen alle gut und jetzt Showdown. Aber dieses Mal habe ich nicht die Menschen überfahren. Da können sie auch ruhig schreiben in die Kommentare. Oh, der ist gefährlich. Ah. So war das nicht geplant. Aber gut, gute Führung für den Moment. Zwei Rennsiege. Da dürfte auch nichts mehr großartig was passieren hier. Und ich sehe, das ist auch eine kurze Strecke. Oh, 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 oh. Ah, das Fass ist sauber, sauber, sauber. So, noch ein Ruck. Die vorletzte Runde. Das ist auch super, das ist nur drei Runden immer. Ich mag auch, wenn das ist kurze Runde. Und ich habe nichts, wenn das dauert auch 10 Minuten. Da habe ich auch Spaß daran. Ihr bringt sowieso nicht, dass ich mal dem Nitro in Aktion, weil das sind zu kleine Gerade, das bringt nichts. So, jetzt letzte Runde und dann haben wir auch alle URL-Rennen geschafft und vielleicht machen wir noch ein bisschen Tuning vorher mit Licht, bringen wir auch die Wagen ein bisschen in die Sterne hoch. Haben wir auch genug Geld normalerweise, ich glaube fast 40.000. Da kann man halt was gut machen. Ich weiß nicht, ob man driften können mit die Wagen. Ich habe keine Ahnung. Muss man auch probieren. Aber bis jetzt, das klappt alles gut. URL-Rennen sind beendet und wieder Cash. Ich mag, wenn das Cash wieder zurückkommt. Ja, gib mal auch viel aus und ja, 36.000. So, ich schaue mir gerade auf die Mappe. Aha, da ist eine Drage, das könnte man auch sofort machen. Mal schauen, was wird. Okay, hier. Ah. So, bitte die andere Seite nehmen, jawohl. Du lieber Gott. Boah, was für ein Sprung wieder.
Ah, und dir einmal das Licht freigeschaltet, oder? Wir gehen kurz rein. Ich glaube, wir haben noch nichts freigeschaltet. Von den praktischen Pferdestärken bedeuten Speed, also tune deinen Motor so gut du kannst und genau. Ich schaue mir auch alles gerade. Gegen ein Tuning-Chip austauschen. Im Antriebsstrang verlierst du die meiste Power. Nee, nichts freigeschaltet. Ich baue dir ein härteres Fahrwerk ein und deine Karre. Ah, doch, ihr. Ah, das machen wir alles rein hier. Bildstein, jawohl. Okay. Dann haben wir die Extreme Package hier. Nitro ist das Glitzerin der Rennsportwelt. Aha, okay, nichts Neues. Reife, Extremleistung aber nicht freigeschaltet. Bremse. Ah, die Bremse, das könnte man auch bauen. Nee, mach mal alles Brembo. Ich mag Brembo. Okay. Setz dein Auto auf Diät. Weniger Gewicht bedeutet mehr Speed. So einfach ist das. Aha. Da könnte man schön mit leichtem Gewicht gehen. Hey, ein Turbolader gibt deinem Wagen extra Schub und katapultiert. Turbo, nee, okay. Okay. Da haben wir trotzdem was neu eingebaut. Jetzt mit neue Sache, das könnte alles gut gehen. Knapp vorbei, jawohl. Und hier ist das Rennen. Aha. Die machen wir auch jetzt gerade. Die Schwere wieder. Ja, das war klar. Okay, ich muss wieder neu starten. Das war klar, ich habe Slalom gemacht und jetzt gehen wir auch auf dieselbe Seite, so wie die andere. Aber, mein Lieber, was ist hier los? Ah, ich habe die Bremspedal gehabt. Oh je, da muss ich mich viel verbessern. Das war gar nichts. Ehrlich. Ich hab's auch gesehen, in die letzte Minute, nein. Wow, aber geil, die Mustang. Die ist noch besser als meine Wagen in Optik. Okay. Ja, das war ein guter Start.
Ich habe auch voll gedampft in die letzte, in die vierte Gang habe ich das Nitro Schub gemacht und haben Sie auch gesehen, da war ich fast mit Motor Schad wieder gewesen. Aber nicht schlecht. So, wir haben wieder. Wie viel Kammer habe ich erreicht? Ah, 255. Ja, das war nicht so das Beste, aber trotzdem war okay. Trotzdem war das gut mit dieser Drake. Und da haben wir gewonnen. Chrom und Flammen, muss ich sonst noch was sagen? Hol dir den Sieg und du bist auf der Titelseite. So, hier kenne ich noch den, diesen Bereich hier. Ah, das ist auch viel Erinnerung manchmal. So, was hier haben wir gar keine Rennen mehr. Gut, wir haben noch Drifte und Rennstrecke haben wir noch eine. Okay. Da werde ich sagen, wir gehen zu dem Body Shop. Nee. Wir machen noch neue Sachen für die Wagen. Ah, der sagt mir, ich soll jetzt lenken, aber die letzte Minute. Ja, da manchmal habe ich Schwierigkeiten mit dem Lenkrad, aber das kommt bestimmt auch. Muss ich hier her? Nee, Quatsch. Was meint der? Ich muss raus. In die nächste muss ich jetzt ihre, jawohl. Ah ja, ja, wenn man verfolgt die Navi manchmal, da gehen wir auch sowieso recht links. Wissen wir gar nicht mehr, wo man muss man hin. Wieder ein Tipps, okay. Warum will der unbedingt, dass ich die Richtung? Ja, keine Ahnung. Ich verfolge. Geradeaus, ja. Das war klar. Hier kann man. Jawohl. Ist das? Ah, das wusste ich. Das wusste ich, das war darüber, aber nein. Die Navi auf einmal, die spinnt. Oh, einmal links. Oh, jawohl, hier ist das. So. Yes, wollte mal in dem. So, aber jetzt, wir geben Geld aus. So, ich meine, das ist Retro-Style, Supersport, ja, nimm mal Supersport. Aha, diese Farbe gefällt mir. Die Drehzahl unten, das machen wir in Rot. Und mal ein Grüne, jawohl. So. Und Mama ein paar Neon. Was haben wir für Farbe? Gold. Aquapuls. Ah, Aquapuls, das ist auch nicht schlecht. Leime.
Aha, Leime wäre auch nicht schlecht. Okay, ich nehme Leime Puls. Engineer, aber nicht. Okay. Jetzt die Wagen, die blinken die ganze Seite. Aber ich guck, was wir uns sehr gut. Dark Red. Warum nicht? Das sieht gut aus, ja. Nehmen wir im Dark Red die Fenster. Die Lichter. Bright Purple nehmen wir auch vorne. Nitro Purge. Machen wir alles mit Nitro. Right, left. Oh. Da wird man auch was zu tun, aber jetzt. Ich schaue mir gerade an, was wird. Wie viel. Soft sind Magenta und Blue. Ja, nehmen wir Magenta und Blue. Hydraulics, nee, will ich nicht. Dann machen wir hier Trunk Slot 2. Was machen wir rein? Ne? Machen wir ein Kenwood LCD, so ein kleiner Bildschirm. Trunk 1. Machen wir ein Kenwood Verstärker. Okay. Ja, die Spinner, die muss man. Leider im Bau, oder wie? Was bringt ohne Spinne? Nee. 5,25. Aha. Okay. Das bringt doch schon was, die Spinne. Die muss man machen. Okay, dann machen wir trotzdem die Spinne rein. Aber ich gucke, dass wir aber noch einen guten Spinner, der nicht uns. Ah. Sollen wir die nehmen, diese Spinner? Die sind auch nicht so schlecht. Dem erst nicht, aber nee. Ich nehme diese. Im Hurrikan 19 Zoll. Ja, das ist Sterne-Sache. Das kann ich leider nicht ohne machen, weil sonst erreicht man nicht die Sterne. Ja, nehmen wir Hydraulik mit. Okay, haben wir die Hydraulik gebaut. Sehr gut. Ich weiß auch nicht, welche Taste habe ich das eingestellt, die Hydraulik. Mal schauen. So. Ich schaue gerade auf. Nee, das ist das nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ist mein Hydraulisch. Ich kann euch nicht sagen, aber ich teste meine Taste. Vielleicht finden wir die Taste dafür. Ah, hier haben wir die Statue, 51%, okay. Da haben wir noch viel zu machen. Aber Stage 4, wir sind bald fertig und wir gehen bald auf Stage 5, so Stufe 5.
So, aber ich will gucken, wo steht meine Hydraulikanstellung? Ah, hier ist das. Ah, schaut ihr das an? Ja, aber jetzt soll das auch runtergehen, die hydraulische, die Hydraulike. Geile Sache, oder? Aber gut, ich will das auch nicht, die bleibt wieder auf, ja. Das geht automatisch. Ah, schaut ihr das an, das ist klasse, oder? Und jetzt machen wir ein bisschen Spaß. Okay, wir haben noch DVD freigeschaltet, Cover. Da werden wir auch machen. Und da werde ich auch sagen, wenn ich finde einen Gegner, dann machen wir auch einen Gegner rennen. Ah, hier könnte man sofort die Cover hier machen. Der Regisseur von Modified to the Max Entertainment hat mir gerade gesagt. Okay, wir sind wieder in eine neue Cover, jawohl. Das bringt auch was gut. Auch wieder Cash. Und da ist noch eine Sterne, die kann man auch wieder machen. Oh, oh, oh. Ah, das ist mit Zeitlimit, okay, das macht aber nichts. Ich mag das auch gerne. 3 Minuten 20, jawohl, das nehmen wir auch mit. Und aktiviert GPS, jawohl. So, jetzt ist die Rennen für die Sterne. Kann man so sagen. Gott sei Dank habe ich auch die. Oh, oh, oh. Ah. Gott sei Dank habe ich auch die gute Strecke genommen, weil sonst wäre ich auch in Schwierigkeit wieder gewesen. Oh, das ist in die Berge wieder. Oh nee. Bewegung. Ich fahre auch los. Ah, das ist nochmal Marba. Ja, und alle Gegner sind fast alle in die Berge, oder wie? Ah, dann habe ich keine Chance gegen dem, in die Berge. Sie wissen das auch schon. Aber gut, vielleicht jetzt mit den Wagen, die so gut. Ah, Bewegung, du! Meine Zeitlauf. Das war knapper gewesen. Was will der mit seinem Golf? Oh, Bewegung, jawohl. So, und jetzt? Ah, so lieber Gott. Wo muss ich hin wieder? Ah, okay, das ist nicht so weit weg. Das schaffen wir auch, das. Wenn ich mal nicht so umfall auf diese schwere Strecke, okay. Ah, Bewegung, du! Lass mich los!
Okay. Du hast es geschafft. Du bist auf dem Cover von Chrome. Jetzt, okay. Sequel-Kamera. Lass mal die so. Show off. Nee, Mama, nee. Lass mal hier die beiden Türen auf, jawohl. Und Tick die Tür, jawohl. Ach, sowieso ist alles verdeckt, Schaut ihr das an? Und die TT Mustang und wo ist mein Wagen? Aber gut gemacht trotzdem. Akzepte, okay. Und jetzt haben wir wieder ein Magazin freigeschaltet. Und hier ist ein Rennen. Okay, wir machen noch diese Rennen und dann wird auch dieser Part am Ende sein für euch. Okay, das ist wieder eine Rennen, die habe ich leider nicht gemacht. Aber es sollte nicht so schwer sein. Haha, der hat sich auch volle erwischt, jawohl, aber ich auch. Und danke. Das war immer die Sache, wenn die schiebe mich, dann bin ich auch wieder weg. Ah, Bewegung, du. Warum bremst du mich? Boah, sind drei rum zu machen, mein Liebe. Gut, in drei Runden, da habe ich schon den ersten überholt. Hoffe ich mal. Bewegung. Verschwind mit der amerikanischen Kiste. Das ist eine Yankee. Ah, die liegt sehr gut auf die Boden, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob das bringt was zu fahren mit Hydraulik hier. Okay, die erste Runde ist gemacht. Oh je, oh je, oh je. Da muss ich extrem aufpassen. Ich mag nicht so, wenn das sind so viel enge Kurve. Da weiß man nicht ganz genau, wie muss man reingehen. So. Pass auf dem LKW, jawohl. Sonst habe ich Unfall und wieder Kratz auf meine Lake. Und die Wagen, die muss man auf 6 Sterne bringen. Die ist schon bald auf 6 Sterne. Ja, wir gehen langsam zum Ende von dem Spiel. Gut, das gibt noch dem Stufe 5, aber wir sind schon fast locker durch mit die Stufe 4. Ah, das freut mich auch. Das ist auch ein sehr langes Projekt, muss ich auch zugeben. Need for Speed, da haben wir auch viele gute Folgen gehabt und aber das Projekt ist noch nicht vorbei. Es dauert noch. Ich weiß nicht, wie viel Folge das werden insgesamt. Bis jetzt, das ist ein langes Projekt, so wie beim City Skyline. Aber ist okay. Ich liebe auch, wenn das gibt auch lange Folge für euch, das ist auch sehr gut. Ah, du lieber Gott. Hey, was soll das?
Er hat mich überholt. Oh nee. Okay, aber jetzt. Boah, war ich so langsam gewesen. Ich habe nicht aufgepasst. Aber gut, ich komme zurück. Ich komme zurück. Jetzt ist eine Jage. Boah. Nee. Ei. Ich hab's nicht geschafft. Keine Ahnung warum. Okay, aber ich ende jetzt die Partie und wir machen das in die nächste Folge wieder mit euch zusammen. Normalerweise ist die Renny immer noch da, jawohl. Okay, ich wünsche euch alles gut und wir sehen uns wieder für die nächste Folge. In die nächste Folge von Need for Speed Underground 2. Mach's gut. Ciao. We'll be right back.